Hey YouTube und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Mafia 2. Okay, in der letzten Folge. Licht einschalten. Cool. In der letzten Folge. Sind wir. In den Krieg zu. In den Krieg gezogen, zurückgekommen. Und, jetzt machen wir uns auf den Weg. Kleidung nehmen. Nimm es. Uns auf den Weg eine eigene Bleibe zu suchen. Hey, Mama. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werd wieder angeschossen? No. Siehst du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit diesem Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Pappalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Okay. Tschüss, Mama. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Das sieht aber nicht aus wie der Ausgang. Tür schließen. Tschüss, Mama. War es schön mit dir. Tür auf. Oha. Okay, jetzt kann ich mich auch ein bisschen... Hey, hallo! Du kleines... Mike Monte, dich hole ich mir. Ich schwöre es dir. Okay. Das juckt mich doch nicht. Tut mir leid. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst. Und was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch! Ach ja? Ach ja? Komm her, Kai. Okay, dir will ich's zeigen. Was denn? Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was oh, du drauf hast! Huch! Verdammt! Shit! Okay, ich muss das gedrückt halten. Boom, Junge! Noch einmal! Boom! Zack! So, okay, das läuft hier. Oh shit. Oh shit, alles klar, das läuft gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle. Hallo? Was geht mir nichts an? Du bist meine Schwester. Okay, jetzt. Zack, 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 bam. Und jetzt doppelt. Oh shit. No. Steh auf. No. Okay, das war ein bisschen zu spät. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich direkt hier beim ersten Gegner fehle. Hallo? Na, was geht? Boom! Jetzt! Zack! Okay, noch einmal. Boom! Junge, Dreck, in die Fresse, Alter. Du brauchst einen neuen Zahnarzt. Na, scheiß drauf! Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du Wichser! Das wird euch noch leid tun. Verlasst euch drauf! Wart nur ab, mein Freundchen. Was zum Teufel wollte der? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm, jetzt sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt's dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2,000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück. Sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht. Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Du auch, Francesca, meine... Jetzt brauche ich auf die Schnelle zwei Riesen. Schwester. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Oh ja, der Joe. Der kann alles. Okay, so gehe ich langsamer. Ja, Tab, hallo, wo muss ich hin? Geradeaus, links, dann rechts. Okay. Ups, das wollte ich nicht. Ja. Teil 2. Hallo! Bist du denn des Wahnsinns? Teil 2? Alter, das ist viel zu laut. Ich höre mich wieder selber nicht. Dabei habe ich das runtergeschrieben. 50 passt. Schnauze.
So. Teil 2, also das Spiel, ist eigentlich kein direkter Nachfolger von Teil 1. Es ist eine eigenständige Story. Ich habe lange auf dieses Spiel gewartet und hab's mir jetzt im Endeffekt geholt. Hi, Lady. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Kann ich eigentlich das Auto klauen? Bestimmt. Naja, geht nicht. Ah, schade. Ich dachte, das geht direkt zu Anfang. Hallo, Vector. Danke. Tschüss. Ich hab auch einen halben Meter. Da muss ich hin. Warum ist das eigentlich angestrichen und der Rest nicht? Ach, will ich auch gar nicht wissen. Ist mir scheißegal, im Endeffekt. Moment, wo wohnt denn der überhaupt? Könnt ich das hier einsehen? Natürlich nicht. Hallo, Ruhe hier. Also auf jeden Fall Teil 2 ist keine Fortführung. Fenster öffnen. In dem Sinne, das ist halt wie gesagt ein eigenständiges Spiel. Wo muss ich denn jetzt hin? War das hier? Hallo? Danny Maggini, nein. Hier wohnen viele Italiener. Oder, wie sagt man das? Oh, Licht ausschalten. Strom sparen. Damals ging es euch noch gut. Heutzutage spart man an allem. Oh, Lady. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, wo Joe Barbaro wohnt? Rechts von der Treppe. Und er soll nie wieder so einen Krach machen wie letzte Nacht. Wenn es ihm hier nicht gefällt, soll er woanders hinziehen. Okay. Vielen Dank, Ma'am. Ich mach mal das Fenster auf. Und mach mal das Licht aus. Bitteschön. Rechts von der Treppe. Da, okay. Joe. Joe, mach die Tür auf. Hey. Störe ich? Nee, überhaupt nicht. Rein in die gute Stube. Ekelhaftes Schwein. Du bist mir auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich warte schon auf dich. Okay, Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Ja, verschwindet. Kommt morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Hopp, hopp. Komm schon, Joey. Warum denn aufhören, wenn wir jetzt alle unseren Spaß haben können? Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Vito und ich haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben eine Menge zu bereden. Tja, dir scheint's ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Oh ja. Nicht klagen. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt scharf. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt habe. Du weißt, wie sie ist. Ich soll mir einen ehrlichen Job suchen. Und, tust du's? Keine Ahnung, aber ich werde ganz sicher nicht denselben Fehler machen wie mein alter Herr. Ich zahle seine Schulden, komme auf die Beine und suche mir eine eigene Wohnung. Aber mit Fabrikarbeit mache ich zu wenig Kohle. Hey, du kannst erstmal bei mir bleiben. Und wir finden einen Job für dich, mit dem du ordentlich Geld verdienst, ohne dich krumm zu arbeiten. Klingt vielversprechend. Von 20 Kröten Stütze in der Woche kann ich leider nicht leben. Ich kenne Leute, die zahlen sehr gut für gewisse Dienstleistungen. Und für meinen besten Freund kann ich da sicher was einfädeln. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Du sagst es. Als erstes muss ich dich Giuseppe vorstellen. Dort holen wir die Entlassungspapiere ab. Los geht's. Okay, und ich sehe das genauso. Ehrlich, Arbeit ist nur für Idioten. Was gibt's denn eigentlich hier so? Hallöchen. So ist es. Sieht schick aus. Okay, da bin ich wieder. Ich musste gerade niesen. Ich weiß nicht warum. Huch, ich wollte gar nichts trinken. Egal, ich habe etwas getrunken. Was ist das Bier? Oh mein Gott. Bin ich jetzt benebelt? Ich muss immer niesen. Immer in Let's Plays. Das ist mittlerweile, glaube ich, Kult. Oh, hallo. Oh, ja. Könntest hier mal auch sauber machen, du ekelhaftes Schwein. Ich glaub's nicht. Du hast ein eigenes Telefon? Ja. Wo denn? Und du jetzt auch. Ohne so ein Ding geht heute gar nichts mehr. Huch, wie kann ich denn so ein Telefon benutzen? Okay, ich habe keine Nummer, die ich anrufen kann. Ja, in der Tat. Ich kenne ja auch keinen. Warum ist hier wieder das Licht an? Hört doch auf damit. Und? Weißt du schon, was du machen willst?
Du hast gesagt, du willst mich diesem Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich meine mir allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Nein. Nicht direkt. Naja, das Übliche halt. Nettes Mädchen finden, Familie gründen. Oh, hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Hey, danke nochmal wegen der Sache mit dem Attest. Ach, war doch nur ein Anruf. Kannst dich bei Giuseppe bedanken, wenn wir ihn abholen. Wie bist du? Wie bist du vor mir rausgekommen? Mir gefällt dein Mantel. Gib mir den her. Sag mal, könnte ich vielleicht... Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Im Arsch. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das... Vergiss es. Lässt du mich nun fahren oder was? Okay, okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Okay. Okay, wenn es richtig saukalt ist, gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. Ich weiß, Joe, ich weiß. So, Moment. Gibt's hier eine andere Kameraperspektive? So, erstmal mit Vollgas hier runter. Hui! Okay. Und jetzt rechts abbiegen. Dann eine Weile geradeaus. Alter, du bist so ein beschissenes Navi, das sage ich dir jetzt schon. Hey, langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten werden. Ach was. Scheiß hier volle Kanone durch. Hey, Vito, weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell, woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du es bezahlen musst? Ja, ich klau mir direkt eins. Das da. Okay, doch nicht. Du hattest recht. Wir haben dir da drüben wirklich das Autofahren beigebracht. Weg da! Alles ein Gutes. Hallo! Hau blo. Oh, ich muss ja irgendwie dahin, oder? Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Was? Alles klar. Hallo? Könnt ihr mal bitte weggehen von mir? Oh! So wechselt man die Kamera. Alles klar. Shit, das wollte ich nicht. Alles klar. Wo muss ich denn hier lang? Wow, wow, Alter. Kann die Polizei mal von mir bitte ablassen? Okay, wir sind da. Joe, dein Licht ist kaputt, Mann. So würdest du niemals durch den TÜV kommen. Schau dir das Schätzchen mal an. Schick. Ein 42er Jefferson. Oh ja. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Okay, wo ist denn dieser Giuseppe? Alles klar, Tür öffnen. Hör mal, Joe. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach du Vollidiot. Alles, sogar gefälschte Waffenscheine. Und halt die Schnauze und laber mich nicht voll. Ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safeknacker in ganz Empire immer Ruhestand, Bay. Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie, war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du, was hab ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere, Vito. Okay. Ach so, ich muss sie aufnehmen. Na, gib wir brauchen noch einen Satz Dietricher. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Du? Wo sehe ich denn mein Geld? Okay. Okay. Und jetzt? Ja, super. Oh, no. Beenden! Grazie. Du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier. Nimm das Schloss hier. Du musst den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte anheben. Mit dem Spanner hältst du die halt Stifte die einen nach Bubble. Dem anderen fest. Wenn alle Stifte in okay. Position sind, drehst du einfach den Spanner und das Schloss. Moment. Wo? Oh, Alter. Verdammt! Okay. Oh shit. Alles klar.
Dann mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspiel, ha? Arrivederci, Giuseppe. Du kriegst den Dreh schon raus. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Huch. Ja, passiert hier ziemlich häufig, was? Willst du den Wagen immer noch knacken? Machst du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Okay. Gedrückt halten um Schloss... Achso, F. Ja, dann... Halt doch gedrückt. Cool. Tatverdacht, Auto. Drück drauf. Okay. No. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schütteln Sie ab, schnell. What? Ja, schön, ich sehe es. Kann ich bitte jetzt ohne Slow Motion weiterfahren, danke. Okay. Und nun? Wo muss ich hin? Muss ich einfach nur abhauen? Wahrscheinlich. Gut, scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Gut, wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge, das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie... Da war die Polizei, da war die Polizei, da war die Polizei, da war die Polizei! Die haben mich nicht gesehen. Alles klar. Oh, shit. Hier, park vor dem Werkstatttor. Alles klar. Werkstatt! What? Oh no, oh no. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich schon wieder vor denen abhauen. Die gehen mir schon jetzt auf die Nerven. Weg hier. So, fuck. Alter, das ist doch nicht normal. Weg da. Moment, mich macht diese Scheißmusik total nervös. Radio aus. Musik, ja, okay, das passt. So, jetzt bitte. Einmal um die Kurve driften, bitte. Hey, guten Tag. Mahlzeit und hallo. Kann ich was für dich tun? Neue Nummernschilder, kein Problem. Warte mal, was mache ich mir denn Cooles? Hipster. Geht doch? Nee. Was machen wir denn? YOLO. Ach, keine Ahnung. Ich mache etwas. HD. Hallo? Oder Crow? Nee, geht auch nicht. Doch. Ich mache was ganz Cooles. Warum kann ich nicht einfach C drücken? So, hier machen wir... gib mir eine 1. So. Ach klar geht das. Ach egal. No, ich mach das zusammen. Ne, geht gar nicht. Hallo? Doch. Vielleicht ahnen es manche, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. So. Und hier mache ich... Und eine Wurst. Geht das nicht ein bisschen schneller hier? So, passt doch. Kennzeichen kaufen. Es ist alles erledigt. Was kann ich denn hier noch machen? Neu lackieren. Wir können ihn in jeder Farbe lackieren. Such dir was aus. Ich will sowas richtig Böses. Nein, hast du Schwarz? Anscheinend nicht. Wie kann man kein Schwarz haben? Das ist ja schwarz. Okay, das nehme ich. Einfaches Tuning. Felgenwechsel. Brauchst du neue Räder? Du hast freie Auswahl, mein Freund. Oh. Oh, die sehen aber mal nicht schick aus. Welche nehme ich denn? Die haben Style. Kennzeichen habe ich gewechselt. Alles klar. No. Beenden. Vielen Dank. Danke dir. Alles klar. Und nun? Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Brusky vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo ist er? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Okay.
Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy. Er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauch keine Tanzschritte. Ich hab meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Würdest du für $50 mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell, ich brauch die Kohle dringend. Okay, YouTube, ich würde sagen, halt die Schnauze, Alter, endlich. So, ich würde sagen, wir beenden den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.